Medien mit Weida Video. Juliane Seifert ist seit Ende April als eine von vier Familienermittlern auf Vox zu sehen. Die Chancen, einen geeigneten Spender zu finden, stehen jedoch 1 zu 100.000. Der Todeskampf des Mädchens zerrt an den Nerven der Eltern. In dem neuen Format Soko Familie werden ihre Geschichten erstmals von einem Autorenteam geschrieben. Sophias letzte Hoffnung auf den passenden Spender, ihr Bruder Thorsten. Doch der ist vor 3 Jahren spurlos verschwunden. Juliane Seifert sucht Sophias einzige Überlebenschance. Doch der Ermittlerin läuft die Zeit davon. Seine Schwester ist sterbenskrank. Und ich muss ihn finden. Nach unserem letzten Interview im Dezember, hätten Sie gedacht, dass es dann doch so schnell geht mit der eigenen Sendung? Fernsehen ist ja unberechenbar und wenn es passiert, dann ganz, ganz schnell. Und ich muss sagen, nein, ich habe damit gar nicht gerechnet. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie zum ersten Mal den Begriff Soko-Familie gehört haben? Das Erste, was mir durch den Kopf ging, Spannung, Schnelligkeit, Eingriff, Kraft, Krimi, weil der Begriff Soko ist ja bekannt. Eine Soko, also eine Sonderkommission, wird ja immer dann gebildet, wenn besonders geschulte Einsatzkräfte gefordert sind. Wir sind gleich 4 davon und dieser Name verleiht uns daher nachhaltig einen seriösen Touch. Und wir lösen Probleme persönlicher. Ist das nicht übertrieben mit der Interventionsgruppe und Sie greifen ein, wenn Polizei und Jugendamt nicht weiter wissen? Das ist auf gar keinen Fall übertrieben, denn diese Probleme gibt es ja wirklich, wie auch im Intro erzählt wird. Es gibt Krankheiten, Tod und Kriminalität und das sind Dinge, die wir zwar nicht wollen, aber im Alltag vorhanden sind und das nicht wenig. Aber sagen Sozialarbeiter nicht immer, wir haben Zeit? Ja, aber kommt es in der Realität nicht auch oft auf die letzte Sekunde an? Also ich fände es sogar schön, wenn es solche Menschen in der Realität geben würde, die wie wir in den Folgen überall schnell eingreifen und tätig werden könnten. Menschen, die Hilfe benötigen, brauchen diese jetzt und nicht erst irgendwann. Warum ist es denn wichtig, dass solche Themen im Fernsehen gezeigt werden? Ich finde es sehr, sehr wichtig, weil diese Fälle sind alle aus dem Leben gegriffen. Stellen Sie sich mal vor, ein Riesenberg von Büchern liegt auf Ihrem Bauch und der Berg wird immer größer. Wie würden Sie sich dann fühlen? Keine Luft mehr bekommen, oder? Und mit unserer Sendung helfen wir halt, nach und nach den Berg an Büchern oder sinnbildlich die Probleme abzubauen und anhand der vorhandenen Spannung der Geschichten Luft rauszulassen. Viele Menschen trauen sich doch gar nicht, über ihre Probleme zu sprechen. Wir trauen uns auch bei den Themen wie Leukämie, auch wenn es vielleicht nicht jedem gefällt. Und wenn man etwas vom Leben lernt und ich bei meiner Arbeit rüberbringen möchte, sind das 3 Worte. Gebt nicht auf. Was ist schlimmer, Realität oder Fiktion? Die Realität ist schlimmer, aber das, was wir machen, das ist ja realistisch. So habe ich hier, wenn die Fälle geskriptet sind, noch einen gewissen Abstand. Das heißt, ich habe dann einen Menschen vor mir, dem es dann wirklich nicht in dem Moment schlecht geht. Sondern in dieser Rolle geht es dem Menschen schlecht und ich versetze mich auch in diese Rolle emotional hinein und meine Gefühle sind dann auch echt und meine Empathie ist echt. Aber ich fühle mich einfach in dem Moment wohler, wenn ich weiß, ich habe jetzt einen Menschen vor mir, dem es nicht schlecht geht. Die aktuelle Staffel endet diesen Freitag. Wurden Sie schon für eine Fortsetzung angefragt? Ja, ich wurde angefragt, aber wie es weitergeht, da müssten Sie sich mit Vox in Verbindung setzen und da mal nachfragen, weil das würde mich auch brennend interessieren. Wir sitzen auf jeden Fall in den Startlöchern und wollen weiter ermitteln.